ja, mal gar kein Tutorial, sondern mal was anderes. Ich hatte immer mal Bock, mich hinzusetzen und einfach ein bisschen zu quatschen, weil warum auch nicht, ist mein Kanal, wer soll mich aufhalten? Generell wollte ich ja mal mehr wie nur Tutorials machen, damit man so ein bisschen verschiedene Sachen hat. Ich hatte ein paar Let's Plays hochgeladen, dann hatte ich dann wieder die Lust dran verloren, weil Let's Play schneiden ist nicht so meins. Deswegen, Spiele werden jetzt halt komplett auf Twitch verlagert, wenn ich was online spiele. Und ja, ich mache keine Let's Plays mehr draus. Das ist mir zu anstrengend, ist mir zu doof. Let's Play schneiden ist nicht so meins. Ich bleibe bei meinem ja, Timelapse, die sind eigentlich ganz nice, aber muss ich auch nicht viel nichts Anstrengendes machen. Sei mir ehrlich, setze mich hin, quatsche mit dem Charakter und packe Timelapse im Hintergrund, dass ich einfach schneller mache und ein bisschen die Zeiten, wo nichts passiert oder ich was anderes auf dem Bildschirm habe, einfach raus. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ja. Egal. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach ein paar andere Sachen machen. Momentan, ihr werdet wahrscheinlich mitgekriegt haben, ich mache auf anderen Social Media Kanälen auch nicht mehr so viel. Auf Instagram ein bisschen was, auf Deviant hat ein bisschen was, aber so mainly ist mein Fokus YouTube und da versuche ich ja, bis jetzt hat es immer geklappt, so einmal die Woche mindestens was hochzuladen, auch wenn es halt nur ein Timelapse mit ein bisschen Musik ist. Ich hoffe, das ändert sich jetzt auch dadurch, dass ich einfach einen Rhythmus reinkriege, dass ich mir einfach auch einen Tag oder zwei setzen kann, wo ich halt einfach nur Videos mache, dann halt vielleicht ein Tutorial und halt ein Quatschvideo oder so. Wir werden sehen, wie es läuft. Nur ich wollte halt nicht nur Tutorials machen. Die sind halt doch immer noch sehr anstrengend, weil ich muss halt sehr viel überlegen, auch überlegen, wie schneide ich die, wie mache ich die am besten zusammen, wie teile ich die am besten ein. Ja, und so ein Quatschvideo ist halt einfach, ich setze mich vor die Kamera, quaken ein bisschen, mache eine Timelapse im Hintergrund. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Motivation, auch neben den Sachen, die ich halt für das Spiel mache, auch einfach random irgendwas zu machen, eine kleine Zeichnung oder so weiter. Tja, nichtsdestotrotz wollte ich einfach mit euch über was reden. Ich dachte mir, ich bin jetzt schon eine Zeit lang auf dem Planeten, habe schon einiges erlebt und ich erzähle einfach mal so, was mir so generell passiert ist. Und ich habe mich jetzt mit einer Freundin letztens drunter unterhalten, wie es so generell mit Social Media angefangen ist. Und da ist mir eine lustige Geschichte eingefallen oder vielmehr nicht ganz so lustig, aber ja, die ist mir halt passiert. Der ein oder andere wird Deviant kennen. Ich habe auch einen Account und auf Deviant, das ist jetzt eigentlich mein zweiter. Ich hatte vor Jahren, wo ich noch in der Schule war, das ist jetzt halt auch schon locker 15 Jahre her. Mein Gott, bin ich alt. Ja, so Anfang Realschule hatte ich mit einer Freundin, die auch. Nee, zu der Zeit war sie noch nicht in meiner Klasse. Ist auch egal. Ihr werdet sie wahrscheinlich eh nicht kennen und ich werde keinen Namen droppen. Vielleicht einer, der mich gut kennt, weiß vielleicht, wer es gemeint ist, weil ich hatte nicht so viele Freunde, da lässt sich das echt schnell durchs Ausschlussverfahren herausfinden, wer es war. Für alle, die mich halt nicht kennen privat und zu der Zeit nicht gekannt haben, egal, ist einfach ein Mensch, den habe ich gekannt, dachte, wäre mein Freund und der hat mich verarscht, der hat mich richtig verarscht. Und ein Teil davon war halt dieser Deviant-Account. Ich war früher sehr, 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 sehr schüchtern und wollte eigentlich so gut mit keinem was zu tun haben. Ich hatte halt ja, Probleme, einfach generell andere Menschen um mich rum zu haben. Im Internet war es ein bisschen besser, weil ich die Menschen ja nicht vor mir hatte. Sondern halt, das war alles digital. Mir geht es jetzt immer noch so. Ich bin jetzt doch deutlich mutiger, ich bin sozialisierter geworden. Ich habe mich zurechtgefunden, wie das Sozialleben funktioniert. Aber ich habe halt immer noch meine Probleme in großen Gruppen oder halt, wenn ich Leute nicht kenne, da habe ich noch ein bisschen Zurückhaltung. Übers Internet jetzt eher weniger, weil einfach, keine Ahnung, das funktioniert. Internet funktioniert bei mir anders. Im Internet ist mir das eigentlich relativ egal, weil ich die Leute ja niemals sehen werde. Oder wahrscheinlich eher weniger sehen. Ich quatsche hier in die Kamera rein und sehe keinen. Das wird es wahrscheinlich sein. Ich sehe keinen Menschen, ich sehe nur die Kamera und die Kamera ist nicht gefährlich. Mein Kopf ist komisch. Ja, früher als Kind war das halt ganz anders. Da war potenziell jeder Fremde oder jeder Mensch, der nicht mein Freund war, automatisch Feind und gefährlich. Und ja, dementsprechend war ich als Kind doch sehr. Ja, unsozial nennen wir das mal einfach mal. Ich war halt sehr zurückgezogen, sehr schüchtern und wollte eigentlich bis auf meinen Freunden eigentlich keinen Kontakt haben, weil am besten hätte man mich in Ruhe gelassen. Ich würde mich irgendwann in ein Loch verbuddeln und ja, Zeit geht rum. Wieso bin ich hier? Was mache ich hier? Warum muss ich hier sein? Ja, das war halt im Internet auch, nur nicht ganz so schlimm, weil ich im Internet einfach die Leute nicht gesehen habe. Die waren halt nur Text vorhanden und ich habe vieles einfach nicht verstanden, weil auch DeviantArt, wie auch heute, mainly auf Englisch und auch viel auf Spanisch ist und beides kann ich. Zu dem Zeitpunkt nicht. Momentan kann ich Englisch. Aber zu der Zeitpunkt war halt, ja, Farben, Zahlen bis 10 konnte ich. Hallo und Tschüss und ja und nein. Und dann hat es auch schon aufgehört. Dementsprechend habe ich halt nicht so viel verstanden, was da abgeht. War mir auch egal. Mir ging es halt einfach nur darum, einfach Bilder zu teilen. Was ich halt sehr, sehr viel gemacht habe. Ja, und zu dem Zeitpunkt war auch DeviantArt noch ein bisschen anders aufgebaut, wie es heutzutage ist. Wenn einer DeviantArt schon für einen längeren Zeitraum hatte, weiß er genau, was ich gemeint habe. Vor einigen Jahren hat die Seite Wix
Die werden dann aufgekauft. Nicht lachen, die Seite heißt echt so. Ich weiß nicht warum oder aus welchem Land oder so weiter kommen, warum man seine Seite so nennen sollte, aber egal. Die sind primär so ein Baukasten für Webseiten. Ich habe auch die Wix-Seite tatsächlich genutzt, um meine Homepage oder mehrere Homepages zu erstellen im Laufe der Zeit, weil es halt einfach ein nices Prinzip ist, so ein Baukastensystem. Man muss keine Ahnung von Programmieren haben, baut sich halt eine Homepage zusammen. Die habe ich auch so genutzt. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema, worauf ich hin wollte. Wix hatte Devin hat gekauft und hat vieles geändert. Zu einem hat das die Chat-Funktion rausgenommen. Und das war das, was ich mainly gemacht habe. Es gab ein paar Chats in Deutsch, auf denen ich war, aber ich war überwiegend in einem Chat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er sich nannte, aber ich weiß, man konnte mit Kommandos so alle 5 bis 10 Minuten seine Bilder teilen oder 5 seiner Bilder teilen. Irgendwie sowas. In 10 Minuten konnte man 5 Bilder teilen mit einem Kommando und man konnte sich halt dementsprechend auch Bilder angucken. Und da war ich halt die meiste Zeit und habe halt meine Bilder brav geteilt und halt andere Bilder angeguckt. Ich war nicht sonderlich kommunikativ und habe selten mit Leuten gesprochen, zumal auch einfach die Hauptsprache Englisch war und ich nichts verstanden habe. Ich habe meistens, wenn mich einer angeschrieben hat, man hat gesehen, dass man angeschrieben wurde, dann einfach mit einem Ja, nein, Smiley, sonst was geantwortet oder no English oder sonst was. Man hat mich wahrscheinlich begrenzt, die Bilder gehalten, aber es war mir egal, ich habe sie nicht verstanden. Ich habe einfach nur hübsche Bilder geguckt. Es war halt eine coole Seite, einfach auch einfach neue Leute zu sehen, also einfach neue Bilder zu entdecken. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht die eigentliche Seite so genutzt habe, wie sie sollte, wo man dann auf der Startseite einfach neue Leute trifft. Nee, ich habe immer in den Chatrooms die Leute so angeguckt und bin dann gefolgt und habe mir die Bilder geliked und sonstige Geschichten. Ansonsten habe ich auf Divinat halt auch Bilder geteilt und Bilder halt erstellt, aber halt wie gesagt nicht allein. Ich hatte die Seite ja zusammen mit einer Freundin, weil ich halt wie gesagt sehr, sehr schüchtern war und ich wollte zu dem Zeit einfach nichts alleine machen, aus der Angst, dass ich dann Ärger kriege. Wofür auch immer ich Ärger kriegen sollte, wenn ich eine Seite alleine habe, keine Ahnung, war halt so in meinem Kopf drin, ich muss das zusammen machen, dann, wenn was passiert, habe ich ja jemanden da, der mir helfen kann. Würde ich heutzutage niemals machen, ich würde es auch niemandem empfehlen, dass ihr Seiten zusammen mit einem Freund machen würdet. Das funktioniert nicht auf Dauer gut. Ihr seid jetzt immer noch Freunde gesagt, ich hatte auch diese Person niemals so eingeschätzt, dass sie halt mir in den Rücken fallen würde. Es war meine beste Freundin. Und ja, ich hätte das nie so gedacht, dass man mir so in den Rücken fällt. Man steckt halt hier drin, deswegen, ich würde niemals empfehlen, macht eine Seite. Es gibt Ausnahmen, wenn ihr sehr, sehr jung seid, macht vielleicht eine Seite mit Hilfe eurer Eltern, dass sie mal ein bisschen drüber gucken. Wie gesagt, das gilt jetzt auch wirklich für Leute, die sehr, sehr jung sind, so unter 15. Wenn ihr Seiten wie Instagram, Facebook oder was weiß ich habt, nehmt vielleicht eure Eltern zu Rat. Das Internet ist gefährlich. Man ist in dem Alter nicht sonderlich kompetent, was so Medienkompetenz angeht. Das muss man erst mal lernen. Man lernt es leider, leider nicht in der Schule oder zu unseren Zeiten, zu meinen Zeiten wurde das nicht in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Wenn ihr wirklich sehr, sehr jung seid, so unter 15, holt euch bitte wirklich einen Erwachsenen als Unterstützung, der euch einfach hilft, wenn ihr Probleme habt mit irgendwas, wenn euch jemand ärgert, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ihr dann einfach jemanden habt, der mit euch mit drüber guckt, aber halt nicht bestimmt, was ihr, na, nicht unbedingt, auch ein bisschen guckt, was ihr vielleicht postet, weil so manche Sachen sollte man nicht posten. Dass man einfach so eine kleine Unterstützung hat für junge Leute, die halt dann aber nicht unbedingt mit Freunden zusammen machen, die im gleichen Alter sind. Holt euch eure Eltern zu Rat, vielleicht, wenn ihr habt, große Geschwister zu Rat, wenn ihr denen mehr vertraut. Dass einfach ein Erwachsener, das ist wichtig, ein Erwachsener euch unterstützt, aber das nicht mit euch zusammen macht, sondern einfach nur euch über die Finger guckt, dass halt einfach alles läuft, wie es laufen soll. Und euch vielleicht auch ein bisschen zeigt, wie man sich im Internet verhält. Das ist ja leider auch eine Sache, die auch Erwachsene leider nicht können. Aber wahrscheinlich eher können wie gleichaltrige Jugendliche. ich habe komplett den Faden verloren. Okay. Wie gesagt, ich hatte das nicht gemacht. Ich hatte die Seite zusammen mit einer Freundin und nicht mit meinen Eltern zusammen, weil ja, zu der Zeitpunkt war das mit der Medienkompetenz halt sehr, sehr schwierig, weil Internet war tatsächlich zu der Zeit neu. Es hatte noch nicht jeder Internet. Wir hatten in unserem Zuhause Internet so um die 2000 rum. Das war alles ein bisschen später, so, ja, aber so um die 2000 rum hatten wir erst wirklich Internetverbindung und dann war das Internet auch anders. So Social Media gab es noch nicht so stark, wie es jetzt war. Vielleicht der eine, der deutlich älter ist. Der kennt vielleicht noch, wer ist wer und solche Geschichten. Damals gab es das. Dieses Facebook kam da deutlich später auch erst raus.
Und man war dann halt auch später ey, wirklich so stark vernetzt, wie man es heute ist. Das war dann ja zu der Zeit anders. Und man halt, man konnte noch keine Medienkompetenz entwickeln, weil das Medium war neu. Nicht so wie es heute ist. Heute ist das Medium nicht neu, auch wenn die Politik was anderes sagt. ja, das ist eigentlich jetzt was ganz anderes geworden. Okay, wie gesagt, ich hatte den Account mit einer Freundin und wir hatten da auch das ein richtig großes Drama, was man halt sehr schnell auf die Art hat, was halt drum geht, Tracing und ja, solche Geschichten. Mir hat nämlich das so gemacht. Ich wollte nicht unbedingt Lines, also Lineouts, also so Auslinien zeichnen. Ich wollte einfach ausmalen. Und hat sich die Freundin gedacht, ja, nice, geil. Ich mache dir die Lines und du malst sie aus. Das ist so Teamarbeit und können wir machen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja nichts dabei. Ich male lieber aus, wie dass ich Linien zeichne. Das ist mir lieber. Und das haben wir auch gemacht, bis mir dann halt wirklich ein riesiges, na was heißt, es war schon größeres Drama. Aber es ist halt immer schnell ein größeres Drama bei sowas auf die Art, weil da sind viele Kinder unterwegs. Das getraced wurde oder abgezeichnet wurde im Deutsch. Ich nenne jetzt aber die englischen Begriffe, weil Deutsch klingt scheiße. Okay, Tracing ist Abzeichnen und mir wurden erwischt, wie mir getraced haben. Oder primär, wie sie getraced hatten, weil ich habe den Quatsch hier rausgemalt und habe es vorhin ja nicht gewusst. Ich dachte, sie hätte die gemalt, aber die hat einfach auf anderen Profilen einfach, ja, einfach Linien abgezeichnet oder ganz dreist auf. Manche Leute haben solche Bases oder halt einfach Outlines angeboten, die man sich runterladen kann. Und die Bedingung war, nenne einfach nur den Menschen, der das erstellt hat. Dann ist das alles fein und dandy. Ich wusste nichts davon, ich habe das ausgemalt. Sie hat es hochgeladen und halt niemanden verlinkt. Und dann gab es halt ein Riesendrama. Ich stand mittendrin kurz vorm Verzweifeln, was das soll. Ich wusste ja nicht, warum wir jetzt Ärger kriegen, weil ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich habe es ja nur ausgemalt. Und in meinem Kopf war, sie hat das ja gemalt. Sie hat ja die Sache extra für mich gemalt. Dass man digital abzeichnen konnte, hatte ich nicht gewusst, ist mir nicht in den Kopf eingegangen. Aber ich habe auch ein Weilchen gedauert, bis überhaupt zu verstehen, dass man Layer machen kann. Vielleicht mal eine andere Geschichte, wie wir mit dem Digitalen angefangen haben. Ja, dann gab es unser erstes richtiges Drama von wegen Tracing und so weiter. Es hat sich auch tatsächlich echt stark hingezogen. Ich habe aber auch, muss ich sagen, nicht dazugelernt. Ich habe immer weiter vertraut und immer wieder wurden wir erwischt und lag eventuell auch vielleicht daran, dass ich einfach die anderen nicht so verstanden haben, nur dass wir jede Menge Hate bekommen haben, weil wütende Emojis kann ich deuten, was da meistens noch mit dabei steht, habe ich nicht so bedeutet. Auch über Google Übersetzer war damals noch schlechter, hilft auch nicht immer. Gerade wenn Schreibfehler dabei sind, hat halt Google Übersetzer zu der Zeit halt echt komplett versagt. Ich wusste nur, die Leute sind ärger und sind wütend und wir hatten richtig Hate abbekommen. Ich wusste halt echt lange nicht warum, bis ich dann halt irgendwann später ein bisschen mehr wusste, auch von meinem Cousin war das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube von einem Cousin, den habe ich mal um Rat gefragt, wie er da war, was hier los ist, weil ich einfach legit nicht verstanden habe, was hier abgeht. Der hat mir das dann alles erklärt. Ich natürlich komplett entsetzt, weil ich war ja bis zu dem Zeitpunkt ausgegangen, dass das alles ja von ihr ist. Ich habe ihr sehr vertraut, dass sie halt das macht und weil sie halt. Auch so simple Sachen. Es wäre ja alles fein und dandy gewesen, wenn sie einfach die Leute genannt hätte, die die Lines zur Verfügung gestellt haben. Ja, und hat sich alles sehr, sehr stark hochgeschaukelt, bis irgendwann, da hat sie einfach diesen kompletten Kanal erst umbenannt und das Passwort geändert, dass ich halt einfach gar keinen Zugriff mehr drauf hatte. Das hat mir sehr, sehr weh getan. Und später wurde der dann halt auch gelöscht. Also der existiert nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man dazu noch irgendwas findet. Wahrscheinlich meine Warnung googelt wahrscheinlich nicht. Da wird mein aktueller auftauchen, aber Warnung und Venom. Oder Venom Warnung. Ich weiß nicht. Venom Warnung hat man, glaube ich. Oder Warnung Venom. Keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Vielleicht kann man den Kanal noch finden. Aber ich sagte, der ist jetzt schon seit Jahren gelöscht. Ich weiß nicht, ob man den jemals findet. Ich kann ja, mal gucken. Ich kann ja mal gucken, ob ich Internet irgendwas finde, aber ich glaube eher weniger. Es gibt auch irgendwelche Journals mit dem Drama. Es wurde einiges zu der Zeit gemacht. Und da war ich halt sehr, sehr stinkig. Das war auch zu der Zeit, wo wir halt wirklich die Freundschaft dann beendet haben. Es ist viel, viel anderes noch passiert, aber das hat mir so richtig wehgetan, weil es halt auch direkt gegen mich gerichtet wurde. Viele Sachen sind halt so allgemein passiert, weil es sind einige Sachen zu der Zeit passiert mit ihr zusammen, die halt echt nicht cool waren, aber das hat mir halt dann schon so richtig wehgetan. Auch dann, dass sie und als mir und meinem Bruder einige Spiele geklaut haben oder mir viel mehr, wir haben ihr Spiele ausgeliehen und die nie wieder gesehen. Solche Geschichten sind passiert, aber das mit dem DeviantArt hat mir halt sehr, sehr wehgetan. Das hat auch der komplette Kanal weggesichert.
Ja, und danach hatte ich halt einfach Ewigkeiten keinen Deviant-Account mehr, weil ich halt auch einfach durch diese schlechte Erfahrung einfach eine schlechte Verbindung mit der Seite an sich hatte. Bis dann so 2017, 2018 rum, wo ich dann halt meine neue jetzige Seite, also meinen jetzigen Account gemacht habe, den ich immer noch habe, auch wenn ich den momentan nicht so stark fütter. Weil mir auch so ein bisschen die Seite auf die Nerven geht, weil wegen dem anderen Layout und auch, dass halt einfach diese Chat-Funktion einfach nicht mehr vorhanden ist. Die fand ich super, einfach in dem Chat Bilder teilen. Ja. Hätte ich jetzt, glaube ich, immer noch, da wäre ich, glaube ich, richtig lange drinne gewesen in verschiedenen Chats und habe mich einfach da mit Leuten unterhalten, so Gruppenchats, das war eigentlich ganz nice. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass sich das geändert hat. Ich glaube, wenn die Seite, diese Chats drinne hätte ich, wäre ich deutlich aktiver auf Deviant. Es gibt immer noch Gruppen und Foren, aber die sterben auch so nach und nach aus. Es gibt weniger, wo halt wirklich was passiert. Generell die ganze Seite scheint so die letztes Jahr recht stark auszusterben, scheinen nicht mehr ganz so viel aktive Leute zu geben, oder ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Divinat? Habt ihr von der Seite noch nie was gehört? Ja, oder wie seht ihr das im Laufe der Zeit? Wenn ihr einen habt, habt ihr im Laufe der Zeit eine starke Veränderung mitgekriegt? Also von meinem Gefühl her, einmal zu einem Jahr nach dem Aufkauf von Wix das komplette Umbau der Seite und halt die Community scheint danach halt auch nicht mehr so aktiv gewesen sein. Es sind sehr, sehr viele, die halt wirklich gesagt haben nach dem Umbau, dass sie einfach die Seite verlassen. So, und dann soll es das auch erstmal für das Video gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt mir auch eure Erfahrungen mal mitteilen mit DeviantArt. Ich werde ab und zu mal einfach so Quatschvideos machen, wo ich halt einfach mir nicht viele Gedanken machen, was ich rede. Mich setze ich einfach aufs Mikrofon und rede über das, was mir gerade so einfällt. Ja, generell hatte ich die Idee, dass ich einfach mal auf generell auf so Art Topics eingehe, die hier so passieren. Das mainly passieren die im englischen Raum, auf dem deutschen Raum, was so Kunst und so weiter angeht, ist sehr, sehr ruhig. Dass ich da einfach mal ein paar Sachen aufgreife, weil die auch doch interessant sind und interessant zum Quatsch und nicht einfach mal meine Meinung damit in die Öffentlichkeit tragen will, weil warum auch nicht? Wollen wir mal ein bisschen quatschen. Vielleicht der ein oder andere, der ein bisschen Bock dazu hat, der mitquatschen will in den Kommentaren oder so, weiß ich nicht. Gibt ja jede Menge, worüber man mal einfach mal reden kann, weil es gibt sehr, sehr viel Seltsames, sehr viel Merkwürdiges, sehr viel Lustiges, wo man mal reden könnte, was halt generell so art-related ist. Für alle, die sich können einfach mal so drunter vorstellen können, vielleicht die sich auch ein bisschen da auskennen im englischen Raum, waren immer so coole Themen, waren ja so Post-Theft, Color-Theft, generell Tracing und so weiter, was meine Meinung dazu ist, Spaces und solche Geschichten, weil am Ende des Tages, auch wenn ich momentan mehr 3D mache, bin ich auch irgendwo noch Artist. Ich zeichne gerne. Ich nehme auch Aufträge an, also mache ich das auch irgendwo professionell, weil ich nehme mehr Geld dafür. Man Oder vielleicht sollte man einfach generell überreden, was jetzt der Unterschied zwischen einem professionellen Artist ist und einem Amateur-Artist und solche Geschichten einfach so. Ja, warum auch nicht? Weil passt ja auch irgendwo zum Thema und ich hätte einfach mal Lust drüber zu quatschen. Wie gesagt, wenn euch irgendwie was Bestimmtes interessiert, was ihr hören möchtet oder so, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt generell gerne in den Kommentaren oder so mit mir quatschen. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt doch länger, als ich gedacht habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten, sei es Quatschvideo oder sei es Tutorial. Ja, auf Wiedersehen und schönen Tag noch.